Neuer Part, neues Glück. Und ja, das können wir, glaube ich, auch gut gebrauchen, denn wie ihr wisst, starten wir diese Folge heute mit einem heimgesucht Level der Schwierigkeitsstufe 4, Tod oder Torte. Wir bleiben bei Revenge, der seine Sache im letzten Part ziemlich ordentlich gemacht hat, was schon, ja, bin schon sehr zufrieden. Und jetzt bin ich mal auf das heimgesucht Level hier ziemlich gespannt, was denn hier so verlangt wird. Okay. Okay, da müssen wir mehrere Geschosse hintereinander loswerden. Glaube ich. Okay, jetzt hat er den Sprung irgendwie nicht geschafft. Müssen wir nochmal so eine Wirbelattacke vorher machen, damit er ein bisschen weiter springt. Dann sollte das eigentlich kein Problem werden. Oder doch, dann schlagen wir ihn halt kaputt in der Luft. Alles kein Problem. Hoffe ich, dass das kein Problem wird. Dann schlagen wir halt in der Luft einfach noch einmal. So. Oh. Ja. Okay. Oh, da müssen wir springen. Shit. Ach man. Ich mache jetzt trotzdem. Ich mache jetzt trotzdem das Level noch weiter. Damit ich wenigstens weiß, wie das noch so verläuft. Aber es hat sich dann ja relativ schnell auch wieder erledigt. Ach man. So. Ja, so soll das gelöst werden. So ist das schon ziemlich besser. Ich habe schon wieder vergessen zu springen. Egal. So. Okay, das Geschoss schießt eindeutig über den Gegner rüber. Das müssen wir anders lösen. Ja, ich muss eher schießen. Ansonsten erwischen wir den Gegner nicht. Mann. Ich weiß schon, warum ich mich so darauf gefreut habe, auf den Part. Ich weiß schon, warum. Ich hasse diese heimgesuchte Level wirklich. Ah, jetzt sind wir trotzdem wieder hier unten. Macht nichts. Oh, ich dachte jetzt eigentlich, wir wären tot gewesen, aber gut. War man nicht. Lol. Machen wir trotzdem mal. Oh Gott, ey. Wir machen ganz klar trotzdem hier weiter. Ich möchte ja. Oh, ah, das ist schon das Ziel. Okay. Okay, das ist dann schon das Ziel. Knapp 3 Sekunden müssen wir schneller werden. Knapp 3 Sekunden müssen wir schneller werden. Das kriegen wir ja wohl hin, oder? Ohne dass wir mal ein heimgesucht Level schneiden müssen, oder? Das wäre auf jeden Fall mal ein Träumchen. Wenn wir das mal schaffen würden. Ja, war jetzt wieder ein bisschen langsam. Aber hier haben wir gerade auch sehr, sehr viel Zeit verloren. Oh. Das war jetzt auch nicht optimal gelöst. Aber das war sehr, sehr viel besser. Ja, das schaffen wir. Perfekt. Nein. Ich wollte doch, dass er eher schlägt, Mann. Aber komm, das schaffen wir doch jetzt mal, ohne dass ich mein Heimgesuchtlevel schneiden muss, oder? Das ist echt schon traurig. Was hier bei den Heimgesucht-Leveln bei mir immer abgeht, das ist schon traurig. Oh nein, warum hält sich Raymond nicht fest? Oh Mann. Oh, okay. So. Nein, zu früh, okay. Ich hatte eigentlich fest vor, mal ein heimgesuchtes Level nicht schneiden zu müssen, aber wenn das jetzt doch nochmal so weitergeht, dann wird mir wieder nichts anderes übrig bleiben, damit es für euch halt nicht zu langweilig wird. Nein, er springt nicht. Okay, einen Versuch machen wir noch und dann werde ich doch wieder schneiden müssen. Oh, ich kriege diese heimgesuchtes Level einfach nicht hin. Also das heißt, ich krieg's halt schon hin, ne? Aber nie ohne, dass ich ganz getriggert bin. Mann. Nervt mich schon sehr.
nervt mich schon sehr. Nein, Rayman. Ach, komm. Das hat wieder viel zu lange gedauert, ne? Kann das sein? Kann das sein? Ah ja, ich glaube schon, oder? Oder? Ja, hat zu lange gedauert. Okay, dann muss ich euch den Versuch doch wieder reinschneiden, Leute. Tut mir leid. Oder auch nicht schneiden? Oder ich muss auch nicht schneiden. Das war direkt der nächste Versuch. Nice. Ja, trotzdem wieder 6 Minuten jetzt für das Level gebraucht. Aber ja, ich wollte das jetzt nicht nochmal machen, das beenden war. Ah, schön. Mein heimgesucht Level in einem Part untergebracht, in dem ich dann nicht schneiden muss. Sehr schön. War trotzdem nicht ganz zufrieden, weil wir lange dafür gebraucht. Was heißt lange? 6 Minuten geht halt noch klar, ne? Aber es ist nicht so hart ausgeartet wie ja, bekanntliche andere heimgesucht Level. Aber nicht so schlimm. Und jetzt 20.000 Looms unter. Genau, das ist unsere zurzeitige. Das ist unsere zurzeitige Welt. Aber mich irritiert ein bisschen, dass da uns nur noch 9 Kleinlinge fehlen? Irgendwie passt da was nicht, ne? Ah, doch, kann schon sein, weil es in manchen Leveln auch nur 3 Kleinlinge gibt, ne? So, da haben wir alles da. Das ist unser nächstes Level, das erste Level mit einer Schwierigkeit. Ist das unser erstes Level mit einer Schwierigkeitsstufe 5? Ich glaube schon, ne? Kleine und große Fische heißt das Level. Das hört sich. Oh Mann, das sieht wieder so aus, als ob wir weglaufen müssen, ja? Und hier gibt es auch nur 3 Kleinlinge. Jo. Wollen wir mal. Und wir sind wir hier unter Wasser, zwar in irgendwie so einer Fabrik oder sowas, so wie es aussieht, aber unter Wasser. Man sieht im Hintergrund durch die Fenster Fische schwimmen. Dann haben wir wieder unseren Fiesling-Kleinling. Oh, was ruft er denn jetzt da für eine Bestie? Da freut er sich. Na toll. Jetzt fängt das wohl mit dem Scrollen. Oh, wir müssen nach oben. Wir müssen nach rechts. Alter, was geht hier ab? Oh, war das clever? Ja. Oh, alter Schwede, ey. Da war ich nicht hoch genug. Okay. Oh. Da war ich jetzt noch nicht drauf vorbereitet, wo es hier wieder anfängt. Wo sind wir denn mit? Wow, schwimm doch nach oben. Muss ich überhaupt hier sprinten? Ne, ich glaube nicht. Okay. So ein bisschen das Gefühl, so lässt er sich leichter lenken. Das war schon wieder. Oh, und da sind Lichter. Na, toll. Auch noch. Das auch noch. Aber natürlich. Haben ja nicht schon genug Stress hier. Er kommt nicht runter, ey. So. Oh Gott, was ist denn hier los? Ja, klar. Natürlich. Wie soll man da bitte durchkommen? Okay, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Hä? Eigentlich hätten wir die Passage ja normal machen müssen, weil wir ja gestorben sind. Revenge! Oh, what? Geht hier ab. Wir sind nicht vorbei? Nee, natürlich nicht. Ein Kleinling fehlt uns hier auch noch. Alter.
Oh, hoch mit dir, nein! Ich hab doch gesagt, hoch mit dir! Ah, shit! Müssen wir das hier auch nochmal alles neu machen? Super! Jo, stark. Ich war schon wunder, dass ich das beim ersten Mal ohne Tod geschafft habe, hier diese Passage durchzukommen. Super. Ja, ich. Wo soll ich denn wissen, dass die Röhre verschwindet? Och man, wie soll ich denn da durchkommen? Ich glaube, ich weiß wie. Ich lasse ihn einfach aus, den Gegner. Wenn das geht. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Aber ja, sieht so aus. Okay, dann werden wir das auch weiterhin so machen. Falls ich nochmal sterben sollte. Verdammt. Okay. Jetzt müssen wir auf die Laser aufpassen. Oh mein Gott, wie bin ich denn da durchgekommen? Okay, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Hier ist auch Strömung hoch mit dir. Okay. Da ist der letzte Kleinling. Okay, haben wir genug. Na, wie viele Loom-Punkte braucht man hier? Wir müssen schneller sein. In die Strömung. Weiter. Oh! Das war's. Fisch! Was ein Level, ey. Aber die Schwierigkeitsstufe 5 ging das irgendwie noch voll klar, ne? Oh, bitte, das ist nur 100 Looms. Naja, es sind nur 100 Looms für das goldene Abzeichen. Perfekt. Perfekt. Dann gehen wir jetzt wieder zurück, öffnen natürlich einmal unser Glückslos. Achso, ja, dass wir natürlich erstmal die Pokali-Abzeichen kommen. Heimgesucht. Oh, jetzt kommen wieder ganz schön viele Heimgesucht-Level auf einmal, ne? Mann, nee. Das sieht ganz stark nach 3 Looms aus. Oder 4, wenn eher nach 3 Looms. 500 extra Loom-Punkte für uns. Ja, ihr kennt das. Ich mach erst kleine und große Fische heimgesucht. Wieder unter Wasser heimgesucht, ey. Jetzt habe ich mich schon so gefreut am Anfang des Partys, dass wir eine Heimgesucht-Level hier drin haben, ohne dass ich schneiden muss. Ja, das war's dann wohl. Werden wir wohl bestimmt doch schneiden müssen. So, aber erstmal Konzentration hier, nicht vom Schlimmsten ausgehen. Wow, das war knapp. Alter, geh doch runter! Soll ich dann vielleicht meine Stampfattacke ausprobieren? Dass ich mit einer Stampfattacke unten in diesen Aufschwung da reinkomme? Und dann, ich weiß halt nicht, ob die Strömung, die da unten ist, ausreicht, dass die uns wieder nach oben schießt. Oder ob wir uns da in den Tod... Nee, Stampfattacke ist eindeutig die bessere Idee, bessere Taktik hier. Oh, was ist denn hier los? Okay. Oh, was? Okay. Ah, shit, dann müssen wir anders lösen. Ja, okay. Das müssen wir eindeutig anders lösen. Oh. Ah, hier kommen wir doch. Nee, hä? Okay, das müssen wir anders lösen. Okay. Das habe ich gesehen, dass wir da durchlaufen können. Was ist denn hier los? Ah, wir hätten schon auf der anderen Seite. Ja. Okay, dann ist hier das Ziel. Okay. Ja, wir waren jetzt sehr, sehr, sehr viel langsamer. Aber das ist das erste Mal, dass wir das Level jetzt abgeschlossen haben. Die Zeit ist das Problem hier, ne? Dann gucken, wie wir das am besten hier lösen. Okay, das läuft ja schon mal gut hier, die Passage. Okay. Ah, fuck, das war schlecht. Wir müssen gucken, dass wir von der Kette direkt auf das Trampolin-Gehirn kommen, ne? Warum ist er denn jetzt nicht so weit nach unten wie sonst? Okay. Komm schon, wird es mir mal gegönnt sein, sogar 2 Heimgesucht-Level in einem Part unterzubringen, ohne schneiden zu müssen?
Ich glaube eher, das wäre einfach zu viel verlangt. Ich glaube nicht, dass das was wird. Ey, brauchen wir das Gehirn vielleicht gar nicht, das Trampolin-Gehirn? Geh doch hoch, ich hab... Ja, weil er halt Strömung ist noch, ne? Der verhält sich da so träge dann in dem Wasser, das ist schon... nicht mehr schön. Okay, jetzt hat's wieder funktioniert. So, brauchen wir das Gehirn vielleicht gar nicht? Doch, wir brauchen das Gehirn. Ah, fuck. Ja, machen wir mal weiter. So, wir müssen nämlich gucken, dass wir... dass wir irgendwie auf die Gegner draufspringen und dann die als Trampolin nutzen, um direkt auf das nächste Trampolin-Gehirn zu kommen, ne? Fuck, nicht getroffen. Ich weiß aber nicht, ob wir das schaffen. Ne, das schaffen wir nicht. Das schafft man nicht, okay. Also, vielleicht schafft man das doch, aber ich schaffe es halt nun. Lol, was machst du denn? Okay. 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 Ach, wir waren sogar noch schlechter als im ersten Versuch, ey. Okay, ein Versuch machen wir noch und dann schneide ich es euch rein. Es hat keinen Zweck mit den scheiß heimgesucht Leveln. Es hat einfach keinen Zweck. Das zählt nicht. Ja, das zählt nicht. Einen richtigen Versuch. Da war ich nämlich ein bisschen zu voreilig. So. So muss das gelöst werden. Fuck. Oh. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich viel schneller war. Ich fürchte fast nicht, aber... Ich fürchte fast nicht. Aber werden wir ja sehen. Oh nein, was? 78 Hundertstel nur. Okay, aber ihr merkt, wir kommen immer näher dran. Und jetzt schneide ich euch dann den Versuch rein, wo es funktioniert hat. Wo ich nicht mal schneiden muss. Das war jetzt der zweite Versuch, glaube ich, ne? Oder der dritte vielleicht? Das lasse ich euch einfach mal drin. Weil das ist ja jetzt wohl nicht so das Problem. Nein, ich will das Level nicht nochmal machen. Nein, 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 das machen wir nicht nochmal. Ja, oder das nächste Level bringen wir jetzt auch noch in den Part unter und boah, dann haben wir ja echt viel geschafft. In dem Part, wenn das jetzt auch nicht ausartet. Oder? Nee. Wir machen das Level jetzt noch nicht. Wir haben aber noch ein bisschen Zeit in dem Part. Wir gucken uns mal eine Extremherausforderung an. Dann bringen wir die nochmal in dem Part unter. Die extreme tägliche Herausforderung machen wir mal. Oder auch nicht. Das ist wohl das dritte Heimgesucht-Level in diesem Part. Die haben Vorrang, die heimgesucht leveln, sorry. Der Flug der Kröte. Boah.
Ey, jetzt habe ich mich schon das zweite Mal gefreut, dass ich nicht schneiden muss. Obwohl da so viele Heimgesucht-Leveln drin waren, jetzt testen sie uns trotzdem nochmal ein drittes Mal. Es ist echt Hammer. Es ist echt der Hammer. Kriege ich die Energiebälle auch kaputt mit den Geschossen? Oh, tatsächlich. Krass. Tatsächlich. War das gut? Glaub schon. Raven, schneller, 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 bitte. Na, das ist aber alles zu langsam, was wir hier machen, ne, oder? Na, das ist, glaube ich, alles viel zu langsam. Da müsste das Ziel gewesen sein. Wir müssen da irgendwie gucken, dass wir das schneller hinkriegen. Nein, ach, Revenge. Unnötig. Wirklich. Okay. Okay. Ja. Aber wir sind schon mal viel, viel schneller und... Warum sind die denn jetzt nicht kaputt gegangen? Okay, das ist, glaube ich, so eindeutig am schnell... Oh, das war jetzt... WTF! Boah, dass wir das geschafft haben, irgendwie. Ich weiß nicht genau wie, aber wir haben es geschafft. Nein, dass wir uns so kacke treffen, Mann. Okay. Da schießt er echt knapp drüber, ne? Komm schon, ey. Ja, jetzt haben wir... Jetzt springt er doch in die Ranke, Mann! Okay, das ist, glaube ich, zu viel des Guten. Das reicht wohl anscheinend schon, dass wir zwei heimgesucht Level geschafft haben in einem Part, ohne schneiden zu müssen. Mehr gönnt uns das Spiel anscheinend nicht. Aber noch gebe ich nicht auf. Noch gebe ich nicht auf. Gucken wir uns das hier einfach mal an. Nein! Gucke ich mir jetzt noch an. So zwei, drei Versuche gucke ich mir jetzt noch mal an und dann gebe ich halt doch wieder auf, weil es hat ja einfach keinen Zweck sonst. Ich will euch ja nicht langweilen. Nein, 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 nein. Wow. So. Ein bisschen schneller. Ein bisschen schneller, bitte. Ein bisschen höher, ja. Das dauert aber zu lange, oder? Boah, das war knapp. Oh. Nein, wir haben es... Nee. Und dann über 5 Sekunden schneller als... Oh, lol. Geiler Scheiß. Ey, Leute, das hat doch wohl mal einen Daumen nach oben verdient, oder? 3 heimgesucht Level in diesem Part ohne schneiden zu müssen. Und dann ein normales Level. Gut, zwar auch nur 3 Cleaning, aber auch ein Scrolling Level, was eine Schwierigkeitsstufe von 5 hatte. Geil. Neue Tür freigeschaltet, rettet Sibylla, okay. In welcher Welt ist das? Leute, das hat doch wohl mal einen Daumen verdient, oder? Das hat doch wohl mal einen Daumen verdient. Hier sind wir bei Back to Origin, ne? Ja, das müsste Back to Origin sein. Ja, da... Nee, das ist die nächste Overworld, okay. Geil, ey. Der Part war ja mal super erfolgreich.
Ich habe jetzt nämlich nochmal extra dann die Level davor gemacht, weil wir dann in dem nächsten Part direkt das vorletzte Level, wo es dann wahrscheinlich wieder einen Bosskampf geben wird. Und das ist wahrscheinlich wieder ein Orchester-Level. Da freue ich mich auch schon wieder drauf. Also, liked den Daumen nach oben Button und schaltet auch wieder in der nächsten Folge ein. Danke und bis dahin.